wahnsinnig nervös. Viertel vor, verdammt, schon wieder spät dran. Ich muss rennen, da vorne kommt schon meine Bahn. Ja, ich weiß, es heißt, keiner wartet auf dich. Wir treffen uns im gleichen Laden wie seit Jahren. Erzählen uns, was für einen Stress wir haben. Scheiß drauf, Kopf aus, erinnerst du dich? Wir haben uns mal geschworen. Ey, wir warten nie auf morgen. Wir sind doch immer noch dieselben Clowns und Helden unserer Welt. Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk. Schnell vorbei, Asche und Erinnerung ist, was morgen überbleibt. Ist egal, da halt nochmal. Da ist noch so viel mehr. Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk. Oh, oh. Wir gehen mit. Ja, wir gehen mit. Das war cool, ey. Das war ein Stück. Oh mein Gott. Hallo. Hallo. Ah, also, Wahnsinns-Songauswahl, finde ich. Ja, ja. Jetzt sag bloß nicht, du heißt auch noch Vincent. Nein, ich bin der Fabio, ich bin 11 Jahre alt. Hi, Fabio. Fabio, wo kommst du denn her, Fabio? Ich komme aus Dorsten. Ja, wow. Mega. Wie kommst du drauf, einen Vincent-Song zu singen? Frage ich mich auch. Das ist ja sehr, sehr mutig. Ja, ich mag halt sehr gern deutsche Musik und ich mag Vincent auch sehr gern. Dankeschön, Dankeschön. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich fand auch Künstler gut, Bands gut. Und dann lernst du denjenigen mal persönlich kennen und auf einmal zerplatzt dieses ganze Bild. Ja, davor können wir dich bewahren. Das passiert schon öfters, ja, das stimmt. Ja, und manchmal ist es viel schöner, jemanden aus der Distanz so weiter als, ja, als Vorbild zu haben. Man kann es auch ganz einfach sagen, komm nicht zu uns, ja, und kannst weiterhin Fan von Vincent sein. Meint ihr, dass ich das in meinem Team sonst versaue? Oder was? Na, vielleicht ist er total enttäuscht. Oh ja, mein Gott, der riecht ja hinter den Ohren, das ist ja schrecklich. Aber es stimmt ja auch schon, dass du, wenn du gar nicht zu Vincent gehst, das gar nicht herausfinden kannst, ne? Ja. Da ist rot. Wieso ist dein Mikrofon eigentlich überhaupt offen? Bei mir kannst du auf jeden Fall herausfinden, was für ein Typ ich bin. Und ich glaube, dass du auf jeden Fall ein Typ bist, der ein ganz, ganz starker Powersänger werden kann. Ich find's gut, dass du auf Deutschpop stehst. Ich glaube, da fühle ich mich relativ wohl in dem Genre. Da habe ich schon mal einige, die einen oder anderen Songs singen dürfen. Ja, und wir können einfach daran weiterarbeiten, dass deine Stimme noch ein bisschen gekräftigt wird. Komm, mein Team, wir werden viel Spaß haben. Du bist ein cooler Junge. Und genau so jemand passt auf jeden Fall perfekt ins Team, Vincent. Danke. Okay, ja, also ich mach's einfach kurz, würde ich sagen. Ich gehe zu Vincent. Was für eine Überraschung! Fabio, herzlich willkommen! Ich weiß nicht, ob du Skateboard fährst. Ja, ab und zu. Ja, ab und zu. Den Rucksack hätte ich viel besser gebrauchen können. Kannst ein bisschen fahren, kannst du auch drauf schauen. Steht auf jeden Fall dein Team drauf. Fabio! Fabio, tschüss! Ich finde es gerade alles wie ein Traum. Es ist kein Traum, du bist auf jeden Fall wach und du bist in den Battles. Herzlichen Glückwunsch, Fabio! Dankeschön! Auf geht's in die Battles!